Wir spielen Super Toastcard. 0.9.1. Super Toastcard. Hut an ein paar von Toastcard 0.9.s. Und heute gibt's die Map Magic Cross. So, ich schalte mal vielleicht mal ins richtige Fenster um. So. Magic Cross heißt die Map. Dies ist diese hier. Wird alles klein geschrieben. Sehr interessant. Von Rubber Duck ist die Map. Und schauen wir mal, wie die geportet wurde, wollte ich sagen. Was ist denn mit dieser Map passiert? Die hat den Port nicht überlebt, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott, das ist Augenkrebs. Sein Onkel. Alter, was ist das denn? Ich empfehle euch das Video, wo ich dieses Add-on schon gezeigt habe in der 08er. Das ist hier oben verlinkt. Alter, das kann man sich doch nicht geben. Stell dir vor, es ist dunkel und man spielt die so und schaut an, wie oft mein Gesicht hell und dunkel wird. Das kann doch nicht gut für die Augen sein. Holy. Okay. Auch dass dieses alles so zittert, es gefällt mir nicht. Einerseits hat's was, aber dann könnte man es anders machen. Also die Map an sich finde ich ziemlich cool von der Form her und so weiter. Ist aber Magic Cross, also ein Kreuz, wie man da fährt. Finde ich eine nice Idee. Das ist nichts Spektakuläres und so weiter, aber die Umsetzung... Von der Form her gefällt mir auch ganz gut, nur es wackelt halt irgendwie alles, ist alles wie unscharf und so weiter. Es gefällt mir halt nicht. Der Port ist einfach total... Der hat nicht funktioniert, sag ich mal. Schaut euch das an. Also ich weiß es auch nicht, aber ich habe jetzt ein bisschen Kopfweh von der Map. Ich wollte sagen Halsweh, aber ich habe zwar Halsweh, aber das liegt daran, dass ich schon so viel aufgenommen habe und nicht wegen der Map. Aber das Kopfweh hatte ich vorher halt gar nicht und Kopfweh kommt halt nur langsam. Aber hier ist es halt schon da, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Großartig gut, also die Map gefällt mir halt, aber also die ursprüngliche Map gefällt mir, sagen wir es so. Diese Map in der Version gefällt mir halt einfach null. Also null fällt mir ein bisschen zu wenig, aber... Die blauen Farben gehen vielleicht noch, aber diese gelben... Da sieht man halt einfach gar nichts mehr Gescheites, also... Ja... Also ich würde echt sagen, wir sind dann im Ein-Sterne-Bereich drinnen. Was sehr schade ist. Was wirklich sehr schade ist. So, machen wir jetzt noch gegen Bots. Magic Cross. Aber schaut mal hier, so sollte die Map ausschauen. Warte, ich gehe mal kurz ein bisschen rüber, damit ihr es besser seht. So soll die Map ausschauen. Die Map ist dafür ausgemacht, so ein bisschen Amnesia-like zu sein. Mit so Steinboden an der Seite, schöne Steinmauern, so ein bisschen festungsmäßig. Und der hier seht ihr es auch ganz gut hier. Und hier ist es einfach komplett kaputt, sagen wir mal. Okay, wir fahren jetzt noch in die andere Richtung. Zwei Runden in die andere Richtung. Oder drei Runden in die andere Richtung. Machen wir drei Runden. Zwei Runden in die andere Richtung. Oder, ja doch, zwei Runden. Geht schon. Es ist halt genau dasselbe, nur halt, dass halt, ja. Dass halt statt des Rechtskurven, dass alle Rechtskurven Linkskurven sind und dass alle Linkskurven Rechtskurven sind. Sonst ist es genau dasselbe. Das heißt, man startet hier nicht mit einer Rechtskurve, mit einer Linkskurve. Und, ja. Und man endet nicht mehr Linkskurve, sondern mit einer... Ja doch, mein Element nicht mehr rechts, sondern Linkskurve. Also, sonst ist es genau dieselbe Map. Also, ich find's super. Also, das ist echt ein Pluspunkt der Map, dass es eben auch rückwärts geht. Aber schaut euch an, es ist einfach völlig fehlgeschlagen, diese Port. Überall, also die ganzen Texturen sind am Flackern. Wenn man so eine Map machen würde, an sich fände ich das cool, wenn es diese Magic Cross Map auch so ein bisschen im Space-Style gäbe. Also, dass es so ein bisschen aussieht wie so. Also, wie das jetzt aussieht. Aber dann müsste man das nicht so flackernd und augenkrebserregend machen, finde ich. Das finde ich sehr schade, dass es so aussieht, wie es aussieht. Jetzt fliege ich gleich hoch, weil ich kein Item dafür bekommen habe, oder? Danke dafür. Oh, knappe Sache. Knappe Sache, würde ich mal sagen. Also die Musik passt halt auch so null, aber Musik fangen wir jetzt gar nicht erst an. Da möchte ich jetzt nicht mit anfangen. Ja, also ich werde wahrscheinlich einen Stern geben. 0,5 Sterne sind zu schwach, als wenig ganz klar, weil die Map eigentlich ganz nice ist. Ich finde, es hat doch tatsächlich irgendwie ein bisschen was, aber ja. Ja. Naja. Schau an, es flackert alles irgendwie und irgendwo und
Nein, so geht das nicht. Ich kann das mir nicht anschauen. Vor allem, wenn die Map aber so zwischendurch kommt, dann denkt sich so, ja geil, die Map ist geil. Dann sieht so im Vorschaubild, oh geil, eine Map, so ein bisschen festungsmäßig. Und dann sieht man die Map und denkt sich, was bist du? Kann man dich essen? Kann man dich befahren? Ein Humo? Da denkt man sich halt schon so, what the fuck hier bei der Map? Also eine der besten Beispiele, wie Ports fehlschlagen können, glaube ich mal. Wenn es so gewollt ist, dann korrigiert mich jederzeit, aber dann gefällt es mir trotzdem nicht. Versteht ihr? Also ich bin jemand, der bewertet subjektiv und objektiv. Sagen wir es so. Subjektiv, weil alles meine Meinung ist. Also jemand, der sagt, ich bewerte nur objektiv, der labert Bullshit, weil Meinungsvideos immer subjektiv sind. Aber ich versuche, meine subjektive Meinung an manchen Stellen halt möglichst objektiv zu halten. Aber nein, ich bin ein hier in SuperTuskat 0.9. Add-ons halt .k.s.a. Da ist es sehr subjektiv alles, weil ja, jeder soll seine Meinung haben von den Maps. Und deswegen möchte ich auch, dass ihr oben abstimmt, wie ihr die Map findet, weil das würde ich euch sagen, wenn meine objektive Meinung die einzige wäre. Nein, vor allem ist es nur eine Meinung von irgendjemandem. Ich bin mir sicher, auch die besten Maps, sagen manche, die gefällt mir nicht, gib ein Stern. Oder die schlechtesten Maps finden Leute irgendwie cool. Kann ja sein, also es soll alles geben. Also warum nicht? So, eine Runde fahren wir noch und dann noch zwei Runden in die andere Richtung. Einfach nur zwei Runden, weil die Map schon... Ja, meine Augen ein bisschen foltert, sagen wir. Also, finde ich. Aber das ist Ansichtssache. Manche feiern das vielleicht, dass es so ausschaut. Die finden vielleicht die normale Map hässlich. Okay, das ist doch hässlich, dass man da rausschauen kann. Aber vielleicht finden die anderen Leute, dass dieser fehlgeschlagene Port oder was auch immer das hier sein soll, besser aussieht als das Original. Kann ja sein. Also deswegen bin ich auch jetzt euch zwar meine Meinung sagen, aber eure Meinung ist ja auch nicht falsch. Deswegen bin ich immer froh, wenn ihr abstimmt oder eure Meinung in die Kommentare schreibt. Wir fahren uns noch zwei Runden in die andere Richtung. So. Und ich finde es schön, dass es zwei Runden... das ist zwei Runden. Warte, ich bin gerade... Warte mal kurz. Mal kurz checken. Ja gut, ich dachte gerade, ich bin gerade auch rückwärts gefahren, aber ich bin gerade vorwärts gefahren. Gut. Die Map hat positive Sachen. Vor allem, was mich immer freut, ist, wenn man Maps auch rückwärts fahren kann. Das finde ich immer schön. Vor allem, weil es halt so gesehen keine Abschnittsmaps gibt, so gesehen. Ist es halt so, dass... Ja, dass es bei allen Maps möglich sein sollte, auch in Anrichtung zu fahren. Deswegen freut es mich, dass es hier auch geht. Oh, Item. Oh, das war eigentlich, ich wollte ihn einsetzen und nicht ablegen. Unglücklich. Naja, egal. Jo. Ein Stern ist, glaube ich, die beste Wertung für die Map. Aber umso häufiger, also umso mehr ich die fahre, umso cooler finde ich sie tatsächlich. Aber was es sein soll und... Ich kann nicht leugnen. Also ich sag die Wahrheit, wenn ich sage, seit der Map tut meine Augen ein bisschen weh. Ja. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch. Ich bin echt gerade nicht sicher, wie es mit den Epilepsie-Warnungen ist. Muss man als YouTuber immer eine Epilepsie-Warnung geben, wenn es sowas ist? Oder ist es in Sachen von Computerspielen nicht quasi schon getan, wenn man sagt, welches Spiel das ist? Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht am Anfang vom Video noch eine Epilepsie-Warnung reinhau. Weil es halt schon ein bisschen schwierig sein könnte für Epileptiker. So! Die eben nicht so gut mit den Bildern und den verschiedenen Farben klarkommen. Ich meine, ich komme selber nicht gut klar damit. Also ist mir echt gerade auch Kopfweh, Augenschmerzen. Das ist nicht optimal. Aber dennoch gefällt mir die Map vom Sinn her gut. Deswegen gibt es den einen Stern. Weil nur Kopfensteine wären zu wenig. Das wäre eine Map, die nicht funktionieren würde. Das wären dann... Obwohl, das wären null Sterne. Da würde ich nicht mehr abstimmen. Oder würde ich wahrscheinlich einen Stern trotzdem abstimmen, obwohl ich nur Sterne gebe. I don't know. So. Wir sind durch. Sowohl körperlich als auch mit der Strecke. So, wir stimmen ab, welche Map, also wie die Map war und
schauen, welche im nächsten Part dran kommt. So, erstmal Magic Cross. Zwei Sterne. Ein Stern. Ups, ein Stern natürlich. Nicht zwei Sterne, ein Stern. Aber auch wenn ich jetzt mehrere Dinger drücke, mein Vote wird nicht überschrieben. Also man kann es nicht 10-mal 3 Votes geben, sondern es zählt nur ein Vote. Und der ist hier bei mir eben ein Stern. Ist auch 8, ja, Hälfte. Also ein bisschen unter 1,5 Sterne, was ich auch gut fände, weil der Port einfach schlecht geklappt hat. Gut, die Form ist das Kreuz, also Magic Cross hier. Ist ja klar. Ziemlich cool. Und wir schauen, was wir im nächsten Part bekommen. Im nächsten Part gibt's Paradise Peaks, einer der besten Add-on-Maps von den älteren Versionen, würde ich sagen. Aber leider seid ihr selber einfach gespannt. Ich sage dann anschauen. Ciao, euer Zekaflick. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich höre es mit der Session auf. Aber es geht bald wieder weiter. Ciao.